zweiten Teil unserer Genshin Impact Serie bzw. Reihe zum Anfängerguide werden wir über das Inventar reden und das dritte mysteriöse Büchlein. Es geht hierbei um die Dinge, die ich auch gerne gewusst hätte, bevor ich Level 20 erreicht habe, beziehungsweise ganz, ganz am Anfang wäre es nett zu wissen, was das alles bedeutet, und deswegen mache ich das. Falls ihr natürlich andere Anregungen habt oder Dinge habt, die ihr unbedingt wissen wollt, wo ihr einfach nicht versteht, was ist das in Genshin Impact, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Letztes Mal haben wir besprochen, wie das klassische Charaktermenü aufgebaut ist, wie die Waffen hochgestuft werden können, was die Artefakte genau machen, was das Sternenbild ist, die Talente, wofür die gut sind und auch was die Daten bedeuten. Diesmal wollen wir ein bisschen schneller durchkommen, deswegen starten wir doch direkt mal mit dem Inventar. Das Inventar ist unterteilt in Waffen, Artefakte, Figurenverbesserung, Nahrung, Material, Aufträge und wertvolle Objekte. Das kann man übrigens auch einfach auf der Tastatur mit B aufrufen. Nach der Einführung zum Charakter sollten die Waffen und Artefakte selbsterklärend sein. Wenn ihr gut aufgepasst habt, ergeben sich auch die Gegenstände zur Figurenverbesserung, die ihr braucht, um von Level 20 auf Level 21 aufzusteigen. Wenn ihr jetzt aber nicht wisst, was ich damit gemeint habe, schaut euch am besten das erste Video der Reihe an. Zur Nahrung kann man sagen, dass sie wie ein Heiltrank wirken kann, aber je nach Essen auch einen Buff mit sich bringt. Eine Apfelschorle zum Beispiel stellt nur Leben wieder her, ein lecker gegrillter Fleischspieß dagegen kann eine Figur mit 150 Lebenspunkten wiederbeleben und ein Beeren-Mint-Spritz erhöht die Kraftpunkte einer Gruppe 300 Sekunden lang um 9%. Dann kann man beim Alchemisten aber auch noch Getränke herstellen, die die jeweilige Elementarkraft boosten oder abwehren. Der Trockenmitteltrank zum Beispiel erhöht den Widerstand gegen Eis 300 Sekunden lang um 25%, während das Flammenöl den Feuerschaden 300 Sekunden lang um 25% erhöht. Bei den Materialien findet ihr alles rund um Waffen und Waffenverbesserungen. Lauft einfach zum Schmied, schaut, was ihr braucht und sammelt so viel wie möglich davon auf der Weltkarte. Genauso geht es den Aufträgen. In guter RPG-Manier gibt's hier Bücher zur Lore der Welt, die man in Echtzeit lesen kann. Wer sagt, Spiele seien nicht bildend? Spätestens Skyrim zeigte uns, gute Fantasy-Bücher gibt's auch in-game. Übrigens auch Questgegenstände werden hier gelagert. Manche davon kann man ebenfalls sogar lesen. Interessant wird es aber bei den wertvollen Objekten. Hier seht ihr, wie viele Anemoculusse ihr zum Beispiel gesammelt habt. Und damit wisst ihr, wie viele ihr einer der Statuen der Sieben übergeben könnt, um damit eure Stufe zu erhöhen. Statuenstufen geben euch jedes Mal neue Belohnungen. Am coolsten ist wohl, eure Ausdauer wird erhöht, was Klettern, Schwimmen und Co. viel angenehmer macht. Ihr bekommt aber auch Abenteuerpunkte für euer Abenteuerlevel, Urgesteine und Animo-Siegel. Die Animo-Siegel sind eine eigene Währung und können gegen besondere Gegenstände eingetauscht werden. Zum Beispiel bei, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Marjori. Die tauscht dafür nämlich Gegenstände zur Figurenverbesserung. Das Gegenstück dazu sind in Liyue die Geo-Siegel. Ja, es gibt nicht nur Mondstadt, zurzeit kann man auch eine weitere Stadt komplett freischalten und das ist Liyue. Da gibt es wohl auch viel zu sehen, aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Im Inventar findet ihr übrigens auch eure Schicksale, falls euch die Einsicht beim Gebet nicht reicht. Auch der herrenlose Sternenstaub und Sternenglanz sind eine eigene Währung. Im Menü unter Händler könnt ihr diese eintauschen. Bei Rares für Staub und Glanz gibt es für Sternenstaub die Schicksalskugeln zum Beten. Davon sind jeweils 5 pro Monat erwerbbar. Mit Sternenglanz kann man sogar ganze Charaktere kaufen. Aber seid bitte dabei vorsichtig, die kosten nämlich echt viel und wollen von euch hauptsächlich mit Echtgeld gekauft werden. Ihr müsst dafür aber keins ausgeben, denn das alles kann man auch mit Ingame-Währung woanders ergattern. Interessant wären an dieser Stelle übrigens auch die Gegenstände der Charakter- und Waffenaufbesserung. Haltet da die Augen auf nach Dingen, die ihr unbedingt braucht und gerade nicht auf der Weltkarte findet. Die kosten nämlich nicht so viel wie die Charaktere.
An dieser Stelle nochmal ein kleiner Aufruf zum Abo und zu einem Like und lasst mich unbedingt wissen, was ich noch so an Themen bei Genshin Impact für euch bearbeiten kann. Ich weiß, das Update ist heute da und mich würde brennend interessieren, was ihr davon haltet oder ja, was für Themen euch einfach interessieren, was euch bei Genshin Impact einfach unklar ist. Viel Spaß bei der zweiten Hälfte des Videos. So, und zu guter Letzt gibt es hier diese komischen Monde. Die sind ganz wichtig. Das zerbrechliche Harz ist nämlich ein Zusatz zum ursprünglichen Harz und unter M kann man den auf der Weltkarte wiederfinden. Dieses könnt ihr mit dem zerbrechlichen Harz oder mit eurem Urgestein wieder auffüllen, aber da das Urgestein eine allgemeine Währung bei Genshin Impact ist, die ihr lieber für Gebete aufheben wollt, achtet darauf, dass ihr lieber das zerbrechliche Harz sammelt. Falls ihr natürlich mehr als 120 ursprüngliches Harz pro Tag ausgeben wollt und nicht auf die Aufladung warten könnt. Wozu man das braucht, bringt uns aber auch schon zum dritten Menüpunkt, dem Buch. Um beim Gebrauch des ursprünglichen Harzes an dieser Stelle zu bleiben, fangen wir hier mal von unten an. Da haben wir zunächst die Kopfgeldjagd. Genauestens beschrieben ist hier, welche Monster man auf der Weltkarte wo findet, wie stark diese sind und welche Belohnungen sie fallen lassen. Wenn man sich sein Opfer dann ausgesucht hat, kann man dieses ganz einfach durch auf Verfolgen klicken, verfolgen und dann bekämpfen. Hat man dies geschafft, bekommt man Belohnungen. Aber vorsichtig, einige Belohnungen kosten beim Einsammeln das erwähnte ursprüngliche Harz. Die Gedeihe der Elemente kostet dabei immer 20 Monde und die größeren Monster 40. Ähnlich verhält es sich bei den Dungeons. Jeden Tag hat man 120 vom ursprünglichen Harz frei zur Verfügung und kann 6-mal pro Tag 60 Stück zusätzlich aufladen. Die Aufladung pro Tag wird dabei teurer. Eine kostet zum Beispiel nur 50 Urgesteine, die zweite schon 100. Die Sphären verhalten sich sehr ähnlich. Hier geht es allerdings um Herausforderungen in Dungeons. Je nach Ebene und Dungeon gibt es unterschiedliche Belohnungen. Man kann hier sogar gezielt zwischen allen und dem benötigten Material zum Aufstieg von Waffen wählen. Hat man das richtige Level und sich entschieden, kann es auch schon losgehen. Hier muss man das richtige Team wählen und das heißt, ihr wollt bei manchen Aufgaben unbedingt Blitz, Feuer und Eis in eurem Team haben, weil nur Wassergegner auf euch zukommen. Am Ende gibt es dann die gewünschten Belohnungen, die euch übrigens kein Harz kosten. Und dann gibt es noch den gewundenen Abgrund. Das ist ein größerer Dungeon auf einer Insel, der mit noch mehr Herausforderungen auf euch wartet. Aktuell kann man sogar Xiangling bei diesem freischalten. Wer bis Genshin Impact noch kein Free-to-Play gespielt hat, wird auf jeden Fall die täglichen Aufgaben nicht übersehen wollen. Unter Missionen findet ihr, wo diese täglichen Aufgaben zu finden sind, könnt sie also direkt auf der Karte anzeigen lassen und habt direkt im Überblick, was für Belohnungen ihr erstens für die einzelnen Aufgaben bekommt und welche Belohnungen ihr zweitens obendrein bei der Abenteuergilde abholen könnt, sobald ihr mit allen 4 täglichen Missionen fertig seid. Darüber seht ihr den Abschnitt Exkursionen. Die sind ein wenig anders. Diese Aufgaben haben nichts mit den täglichen Erfolgen oder zeitgebundenen Missionen zu tun. Hier geht es erstmal um die Erkundung der Weltkarte. Ihr bekommt nach und nach neue Aufgaben und Reiseziele in der Welt von Teyvat und die entsprechenden Belohnungen dazu. Exkursionen funktionieren also wie eine eigene Geschichte, die ihr für euch selbst schreibt und können euch dabei helfen, auch vertrauter mit den Funktionen des Spiels zu werden. Für jedes abgeschlossene Kapitel gibt es übrigens auch noch extra Belohnungen obendrauf, wenn das mal nicht toll ist. Falls ihr die Disco an meinem Mikro oder an meinen Haaren bemerkt habt, das liegt einfach daran, dass es draußen ein wenig dunkler geworden ist und dementsprechend die Lichtquellen ein wenig Party machen wollen. Ansonsten freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Da werden wir die Gebete besprechen, also wie man neue Charaktere zieht und warum und wie man am schnellsten, ohne Geld auszugeben, an die besten Charaktere bekommt. Und was Gebete noch so zu bieten haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, mir zu sagen, was euch besonders bei Genshin Impact interessiert. Tschüss!